Hallo, ich begrüße Sie zur Klimaschau, Ausgabe 184. Thema heute: Früher war nicht alles besser. Viel vor 150 Jahren richtete mehr Klimaschaden an als heute. Alle Links zur Sendung finden Sie unten im Begleittext des Videos. Drummersdorf. Nutztiere werden aktuell als schlimme Klimaschädlinge hingestellt. Sie würden mit ihren Methanemissionen heute großen Schaden anrichten. Aber hat sich die Situation gegenüber früher wirklich verschärft? Zwei Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie Drummersdorf, FBN, haben den Methanausstoß von landwirtschaftlichen Nutztieren am Ende des 19. Jahrhunderts mit heutigen Werten verglichen. Das Ergebnis überraschte. Während wir heute die aktuellen Methanemissionen von Nutztieren recht genau kennen, wissen wir relativ wenig über die Situation im 19. Jahrhundert. Das haben Björn Kula und Gunter Viereck vom FBN zum Anlass genommen, zu schauen, ob es möglich ist, eine datenbasierte Aussage über die Methanemissionen von Nutztieren im Deutschen Kaiserreich zu treffen und sie mit heutigen Werten vergleichbar zu machen. Dazu haben sie Daten der deutschlandweiten Viehzählungen der Jahre 1872, 1883 und 1892 ausgewertet. Aus den Körpergewichten konnten sie die Futteraufnahme berechnen. In anderen Quellen fanden die Forscher Angaben zur Fütterung und zur Fleisch- und Milchproduktion im 19. Jahrhundert. Mit diesen Informationen war die Berechnung des Methanausstoßes mit Hilfe von standardisierten Schätzungsgleichungen möglich. Dabei wurden auch die territorialen Veränderungen seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 berücksichtigt. Dabei stellte das Wissenschaftlerduo erstaunt fest, dass die Methanemissionen aus der Verdauung von Nutztieren in Deutschland seit dem Jahre 2003 geringer sind als im Jahr 1892. Die Studie zeigt, dass die von der Bundesregierung angestrebten Klimaziele im Nutztierbereich in greifbarer Nähe sind. Die jährlichen Methanemissionen aus der Viehhaltung betrugen 1883 898.000 Tonnen. 1892 waren es deutlich mehr, nämlich 1.060.000 Tonnen. Das Emissionsziel von 853.000 Tonnen für 2030 liegt damit 207.000 Tonnen unter dem Emissionsniveau von 1892. Seit 2003 stoßen die Viehbestände in Deutschland im Vergleich zu 1892 sogar weniger Methan aus als 1892. Von 1990 bis 2021 gingen die Methanemissionen aus der Verdauung von Nutztieren um 390.000 Tonnen auf 930.000 Tonnen zurück. Ein Grund dafür sehen die beiden Forscher in der starken Abnahme bei der Tierzahlen bei Rindern, Schafen und Ziegen, obwohl die Bevölkerung auf dem heutigen Gebiet Deutschlands mit damals ca. 34 Millionen Menschen in den letzten 130 Jahren auf 84 Millionen deutlich gewachsen ist. Konnte ihre Versorgung dank der höheren Leistung der Tiere und einer hohen Effizienz in der Tierhaltung mit einer geringeren Anzahl an Tieren gewährleistet werden, was mit einem Rückgang der Methanemissionen einherging. So wurden im Jahr 1892 insgesamt 12,45 Millionen Kühe und sonstige Rinder, 8,93 Millionen Schafe, 2,53 Millionen Ziegen und 2,33 Millionen Pferde statistisch erfasst. In Deutschland werden derzeit 11 Millionen Rinder, 1,5 Millionen Schafe, 140.000 Ziegen und 1,3 Millionen Pferde gehalten. Und wie sieht es in anderen Teilen der Erde aus? Wir beobachten in Afrika, Asien und Südamerika einen starken Anstieg der Bevölkerungszahlen und parallel dazu der Nutztierbestände und ihre Methanemissionen. Gleichzeitig weisen Kühe, Schafe und Ziegen in diesen Regionen die geringste Effektivität bei der Produktion von Nahrungsmitteln auf. Durch eine Verbesserung der Effizienz ließen sich auch in diesen Regionen die Tierzahlen und die Emissionen reduzieren und die regionale Versorgung mit Nahrungsmitteln tierischer Herkunft gewährleisten. Die Studie erschien im November 2022 im Fachblatt Science of the Total Environment. Soweit die Nachrichten von der Klimaschau. Wenn Sie den Kanal abonnieren, verpassen Sie keine der zukünftigen Sendungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.